Die Herbstferien stehen vor der Tür und vielleicht habt auch ihr, wie ich eben auch, richtig Lust, wieder in den Urlaub zu fahren und vielleicht auch mal außerhalb von Deutschland Urlaub zu machen. Und wie ihr dann vorgeht, wie ihr erfahrt, müsst ihr in Quarantäne oder nicht, das erkläre ich euch in diesem Video. Hallo, mein Name ist Nicole Mutschke, ich bin Rechtsanwältin und ja, ich liebe Urlaube. Ich bin total gerne auf der Welt unterwegs, ein echter Weltenbummler, wie ihr vielleicht auch. Und ja, dank Corona konnten wir das jetzt ja lange nicht. Umso heißer sind wir ja alle auf Urlaub. Und vielleicht auch ihr. Vielleicht habt ihr vor, in den Ferien weiter wegzufahren, zu fliegen und überlegt jetzt, was muss ich da eigentlich bedenken? Wie komme ich jetzt eigentlich darauf, was mein Urlaubsland konkret für Folgen hat? Ja, muss ich in Quarantäne? Muss ich eine digitale Reiseanmeldung vornehmen? Wie gehe ich das Ganze einfach an? Ja, und dazu habe ich die wichtigsten Infos hier für euch. Also ihr seht schon, so viel ist es gar nicht. Keine Angst. Die dritte Info, die ihr euch vielleicht noch gedanklich dazu denken könnt, ist das Auswärtige Amt. Das Auswärtige Amt informiert aber immer über euer Urlaubsland. Da könnt ihr also checken, was müsst ihr für die Einreise oder vielleicht auch für Regeln im Urlaubsland berücksichtigen. Ich als deutsche Anwältin erkläre euch jetzt, was euch sozusagen für die Rückreise, für die Zeit danach erwartet. Ja, und da erkläre ich euch einfach, wie ihr grundsätzlich abcheckt, was gilt für mein Urlaubsland. Und da fangen wir an. Tada! Mit der Seite des Robert-Koch-Instituts. So sieht die aus. Also die habe ich jetzt einfach nur ausgedruckt. Auch deshalb, damit ihr das einfach mal visualisiert. Einfach Robert-Koch-Institut, Virusvariantengebiete, Hochrisikogebiete eingeben. Dann seht ihr diese Seite. Ja. Und es fängt mit dem Schlimmsten an, so kann man das sagen, nämlich mit den Virusvariantengebieten. Das ist schon ein kleiner Spoiler. Für die gibt es die schlimmsten Quarantäneregeln, die strengsten Quarantäneregeln. Die stehen hier als erstes. Und da stellt ihr fest, oh, keine neuen Virusvariantengebiete. Das ist schon mal großartig zum Beginn der Herbstferien. Also sprich, Virusvariantengebiete könnt ihr euch merken, ist euer Urlaubsland nicht, denn zurzeit gibt es keine. Ha, wunderbar. Dann gucken wir weiter. Dann seht ihr neue Hochrisikogebiete. Da steht jetzt Belarus, El Salvador, Litauen, Rumänien. Das solltet ihr immer checken, gibt es neue Risikogebiete, denn manchmal wird sie auch angekündigt, habt ihr vielleicht bei Portugal damals mitbekommen, dass manchmal das Auswärtige Amt auch sagt, es ist noch kein Risikogebiet, aber wird. Also und da immer der Status zählt bei eurer Rückreise, also bei eurer Einreise nach Deutschland, solltet ihr mal gucken, gibt es da vielleicht ein Gebiet, was zwar noch kein Risikogebiet ist, aber vielleicht in meiner Urlaubszeit Hochrisikogebiet wird. Und wenn das blöderweise euer Urlaubsland ist, dann ist das eben ganz wichtig zu wissen. Also einmal kurz die Liste checken und dann kommt ansonsten ja die ganz, ganz lange Liste der Länder auf der Welt, die zurzeit als Risikogebiet gelten. Und da müsst ihr einfach checken, ist euer Urlaubsland dabei? Und das ist wirklich total easy peasy, denn das Ganze ist alphabetisch sortiert. Also sprich, am Anfang steht A wie zum Beispiel Ägypten. Ja, genau. Das ist sicher ein typisches, beliebtes Urlaubsland. Und dann könnt ihr einfach durchgucken und seht zum Beispiel, dass ich euch hier angestrichen habe, Frankreich. Für alle, die jetzt nach Frankreich wollen und die sich denken, oh Gott, Frankreich? Ah, ganz cool bleiben. Ihr seht schon, dass hier da manchmal noch so ein bisschen was dahinter steht, dann noch ein bisschen Fliegenschiss kleiner. Keine Sorge, wenn ihr auf der Internetseite seid, dann seht ihr das ein bisschen besser. Dann seht ihr aber, dass in Frankreich nicht ganz Frankreich als Risikogebiet gilt, sondern eben ja hier insbesondere die französischen Überseegebiete, zum Beispiel Guadeloupe. Jetzt einfach mal als Beispiel genannt. Dann seht ihr aber auch noch so, die Liste ist hier noch ein bisschen kleiner, noch ganz viele andere Gebiete. Aber da müsst ihr eben immer checken, ist Frankreich wirklich ganz Frankreich oder ist es vielleicht wirklich nur ein spezielles Überseegebiet? Klar, wenn ihr jetzt nach Guadeloupe fahren wollt, das ist bestimmt super cool, aber das ist halt leider dann zurzeit ein Risikogebiet. Ja, so könnt ihr das Ganze weitertreiben. Hier unten zum Beispiel habe ich mir jetzt angekreuzt, oh ja, Türkei ist zum Beispiel ein Risikogebiet, Mexiko, ne, beliebtes Urlaubsland, Königreich, also Vereintes Königreich, müsst ihr auch gucken, nicht alles, aber manches, Vietnam und hier die Niederlande habe ich euch auch nochmal wieder angesprochen, gleiches Prinzip wie bei Frankreich, für alle, die jetzt irgendwie gerade in Zandvoort oder was weiß ich, ein schickes, kleines Hotel gebucht haben oder ein Häuschen und die jetzt sagen, oh Gott, mir rutscht gerade das Herz in die Hose, Gemach. Auch da funktioniert es wieder wie bei Frankreich. Das kann tatsächlich Niederlande komplett sein. Das kann aber auch sein, und so ist es tatsächlich, also ganz ruhig, dass es nur die Überseegebiete sind. Zum Beispiel hier Aruba, Curaçao, Bonaire und so weiter. Also das könnt ihr alles nachlesen.
die Niederlande ansonsten. Keine Sorge, sind nicht betroffen. Aber ihr müsst einfach gegenchecken, ob euer Urlaubsland da steht. Also ganz, ganz einfach. Erster Schritt auf die Seite des Robert-Koch-Instituts und einfach gucken, ist euer Urlaubsland dabei. Was ist also, wenn euer Urlaubsland nicht dabei ist? Ja, juhu, dann ist für euch das Video hier schon zu Ende. Nein, guckt es trotzdem bis zum Ende, weil es kann sich natürlich auch während eures Urlaubs was entwickeln. Aber dann können wir sagen, hoch die Hände Wochenende. Nein, hoch die Hände Urlaub. Auf jeden Fall sozusagen komplett quarantänefrei Stand heute. Das ist das entscheidende Stand heute. Wichtig ist der Stand bei eurer Rückreise. Also tatsächlich wäre es ganz sinnvoll, wenn ihr also kurz bevor ihr zurückfliegt, nochmal auf die Seite des Auswärtigen Amtes geht und nochmal checkt, wie sieht es denn jetzt aus. Also sprich, wenn euer Urlaubsland jetzt nicht drauf ist, super, Glück gehabt, freut euch. Aber wenn ihr zurückkommt, einen Tag vorher vielleicht, ne, möglichst knapp eigentlich, guckt nochmal, ist es weiterhin so. Jetzt ist es aber natürlich bei vielen von euch so, viele beliebte Urlaubsländer sind drauf, dass vielleicht euer Urlaubsland jetzt doch irgendwo zwischen Mexiko, Türkei und Thailand, Thailand vielleicht noch ein bisschen früh, aber na, sagen wir mal, ihr fliegt nach Thailand jetzt im Herbst, dann doch auf der Liste ist. Was ist dann? Ja, dann haben wir ja gerade festgestellt, Thailand ist also ein Hochrisikogebiet und dann gucken wir in die Corona-Einreiseverordnung. Das könnt ihr total auch ohne mich machen. Das ist inzwischen, finde ich, ganz gut formuliert und ganz easy peasy auch zu verstehen. Man muss sich ein bisschen zusammennehmen, aber es geht. Also sprich, es geht auch ohne Anwalt. Aber ich erkläre es euch auch noch mal ganz langsam. Und diese Corona-Einreiseverordnung, die ist vom 28. September 2021 natürlich. Und da zumindest in NRW die Herbstferien ja in einer Woche anfangen, bin ich guter Dinge, dass bis dahin sich da nichts ändert. Also sprich, ich euch das ganz lockerflockig erklären kann, wie ihr das Ganze lesen müsst. Also am Anfang sind erstmal eine Menge Begriffsbestimmungen, könnt ihr euch alles durchlesen. Überspringen wir jetzt aber. Wir fangen an mit der Anmeldepflicht. Denn da, ich weiß es jetzt schon, aber da könnt ihr jetzt zum Beispiel lesen, in Paragraph 3, dass immer dann, wenn man aus einem Hochrisikogebiet oder Virusvariantengebiet kommt, dass man dann ja eine Anmeldepflicht hat. Eine digitale Reiseanmeldung muss man da vornehmen. Das hindert jetzt nicht am Einreisen oder Ähnliches. Das führt auch erstmal überhaupt nicht zu einer Quarantäne, sondern das ist einfach, ja, ich sag mal, eine reine formale Pflicht. Ihr müsst einfach diese digitale Reiseanmeldung machen. Bei den Pflichten, die mehr tun als jetzt eine bloße digitale Reiseanmeldung, da sind wir dann bei Paragraph 4. Und das ist die sogenannte Absonderungspflicht oder, wie wir Normalbürger sagen, Quarantänepflicht. Genau, Absonderung oder Quarantänepflicht. Und da steht eben drin, dass wenn ihr jetzt aus einem Hochrisikogebiet kommt, entscheidend ist der Moment, in dem ihr einreist, ist das dann ein Hochrisikogebiet, also einreist wieder zurück nach Deutschland, dann müsst ihr nämlich in Quarantäne. Und zwar vom Grundsatz her 10 Tage. Ich gehe jetzt auf Virusvariantengebiete nur ganz, ganz kurz ein, weil es eben zurzeit keine gibt. Aber sollte wiedererwartend euer Urlaubsland während eures Urlaubs Virusvariantengebiet werden, dann warten 14 Tage Quarantäne auf euch. Ja, tatsächlich. Und das ist sozusagen in einem Satz gesagt. Und zwar für Genesene, für Geimpfte, für Getestete, egal, alle müssen 14 Tage in Quarantäne. Aber Gott sei Dank, zurzeit gibt es keine Virusvariantengebiete. Deshalb müssen wir darauf jetzt auch erstmal nicht näher eingehen. Natürlich haben wir die Herbstferien und die Virusvariantengebiete im Blick. Also wenn sich was tut, ne, abonniert unseren Kanal, kriegt ihr sofort Info. Und dann erzählen wir dazu auch noch ein bisschen mehr. Aber jetzt erstmal konzentrieren wir uns auf die, ja, doch ein paar Hochrisikogebiete, die wir noch haben. Wie sieht es dann aus? Auch bei Hochrisikogebieten gibt es im Grundsatz leider eine Quarantäne oder, ja, es muss vielleicht auch so sein, von 10 Tagen. Also Grundsatz, Hochrisikogebiet, du kommst zurück, dann musst du 10 Tage in Quarantäne. Aber, es gibt ein ganz, ganz fettes Aber, ein positives aber du kannst die Quarantäne deutlich verkürzen. Deutlich heißt tatsächlich faktisch auf null. Wenn du nämlich genesen oder geimpft bist und den Nachweis über dein Genesen und Geimpftsein der zuständigen Behörde vorweist, dann endet die Quarantänepflicht. Also sprich, du kannst die Quarantäne faktisch auf null reduzieren, also sofort wieder losgehen. Jetzt sagen einige von euch, okay, was ist denn, wenn ich eben nicht genesen und nicht geimpft bin? Auch da
kann man die Quarantäne reduzieren, allerdings nicht auf null. Sondern da gilt, frühestens 5 Tage nach der Einreise kann man sich durch einen negativen Test aus der Quarantäne befreien. So sage ich es jetzt mal. Also sprich, auch wer einfach nur getestet ist, nach 5 Tagen kann man sich freitesten lassen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, okay, habe ich alles verstanden, aber wir reisen mit Kindern. Was gilt denn für die? Gerade für Kinder unter 12, ne? Also ganz klar ist es eben eben deutlich, die können ja nicht geimpft sein, gibt keinen Impfstoff, also keine Empfehlung der STIKO und so weiter. Wie sieht's denn da aus? Und ich höre schon, ihr seid wahrlich Corona-Experten gewesen inzwischen, denn es ist tatsächlich so, kennt ihr alle, es ist in der Regel so, genesen, geimpft, getestet, Kinder. Und auch in der Corona-Einreiseverordnung gibt es für Kinder eine Sonderregelung, nämlich für die unter 12, eben angelehnt daran, dass die sich ja nicht impfen lassen können. Und da, ja, passt das auch wieder an die, die eigentlich sich testen lassen, also die eben weder geimpft noch genesen sind. Auch für die gilt dann tatsächlich diese 5 Tage nach der Einreise. Aber Kinder werden privilegiert. Die sind nämlich nach 5 Tagen automatisch frei. Also sprich, die müssen jetzt nicht irgendwie einen Test machen, sondern da ist es tatsächlich so, wer das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, für den endet die Absonderung 5 Tage nach Einreise automatisch. Also ein Test ist nicht erforderlich. Das ist für Eltern nochmal eine wichtige Info, ne? Also mal angenommen, euer Urlaubsland steht jetzt hier auf dieser Liste drauf und ihr fliegt coolerweise in den Herbstferien nach Vietnam, was ja super wäre. Dann wisst ihr aber mit dem Blick auf die Seite des Robert-Koch-Instituts, Hochrisikogebiet, unsere Kids unter 12, nicht geimpft und nicht genesen, die müssen 5 Tage in Quarantäne. Wenn die genesen sind, auch wieder alles gut, ne? Dann gilt wieder die Genesenenregelung, Genesenennachweis sofort frei. Aber wenn meinetwegen eure Kids noch kein Corona hatten, eben noch nicht geimpft werden konnten, dann sind es 5 Tage, die auf euch warten. Und das ist ganz, ganz wichtig, insbesondere dafür, dass ja Schulferien dadurch gekennzeichnet sind, dass sie irgendwann wieder zu Ende sind. Also eure Kinder müssen auch irgendwann wieder zur Schule. Und da müsst ihr ganz, ganz wichtig diese 5 Tage mit berücksichtigen. Denn mal angenommen, ihr würdet jetzt nach Vietnam fliegen, dann wisst ihr ja eigentlich schon beim Start, dass diese 5 Tage Quarantäne auf eure Kinder warten. Also sprich, wenn ihr bis zum letzten Urlaubstag fahrt, dann wisst ihr auch, was nämlich am ersten Schultag nicht sein kann, dass eure Kinder in der Schule sind nämlich. Und das ist nicht in Ordnung. Also sprich, da müsst ihr wirklich Sorge tragen. Ich weiß, bei Vietnam ist das ein denkbar schlechtes Beispiel, weil man einfach so lange fliegt, dass es sich eigentlich nicht lohnt, jetzt für ein paar Tage dahin zu fliegen und die Herbstferien nur 2 Wochen sind. Aber ihr müsst das berücksichtigen bei eurer Urlaubsplanung. Steht jetzt schon fest, dass euer Urlaubsland Hochrisikogebiet ist. Und damit steht dann auch fest, dass eure Kinder 5 Tage in Quarantäne müssen. Da könnt ihr nicht bis zum letzten Tag in Urlaub fahren. Da wird es Ärger mit der Schule geben. Und das würde ich mir echt ersparen, also entsprechend früher zurückkommen. Wenn euer Urlaubsland da jetzt noch nicht drauf steht und ihr fahrt jetzt los, und das ist jetzt zum Beispiel Spanien, Italien, was weiß ich für ein Urlaubsland, was eben noch nicht auf dieser Liste steht, und während eures Aufenthalts da wird das plötzlich Risikogebiet. Dann gilt was anderes. Dann konntet ihr ja nicht erahnen, dass das so sein wird. Dann wird sozusagen die Schule das eher verzeihen, wenn eure Kids nicht da sind. Aber wenn es schon drauf ist, ey, dann wirklich aufpassen, dann früher zurückkommen, sonst gibt es Ärger mit der Schule. Ich hoffe, ihr habt es jetzt verstanden. Also eigentlich immer das gleiche System. Ihr müsst erstmal checken, was ist eigentlich jetzt? Wo steht mein Urlaubsland? Steht es gar nicht da? Juhu, alles frei. Steht es irgendwo da? Dann müsst ihr damit rechnen, sind ja alles Hochrisikogebiete. 10 Tage Quarantäne, beziehungsweise für alle, die nicht genesen oder geimpft sind, mindestens 5 Tage Quarantäne. Für die, die Kinder haben unter 12 und die eben auch noch nicht genesen sind, die müssen diese 5 Tage auch berücksichtigen und das eben auch noch einplanen bei der Schule. Und genau die gleiche Reihenfolge müsst ihr im Prinzip auch im Urlaubsland durchgehen. Ihr müsst als erstes checken, wenn ihr zurückfahrt, steht unser Land jetzt auf dieser Liste? Nein, super, einfach zurückfahren, alles gut, cooler Urlaub, fertig, aus. Steht euer Land dann plötzlich doch auf dieser Liste, dann greift bei euch die Quarantänepflicht, beziehungsweise ihr müsst eben Genesenen oder ja, geimpften Nachweis vorlegen, beziehungsweise ihr müsst in die Quarantäne. Denn entscheidend, wie gesagt, ist der Zeitpunkt der Einreise. Ich hoffe, ich habe das ganz gut erklärt. Das ist alles die Regelung für die Reise zurück nach Deutschland. Ich als deutsche Anwältin kann euch natürlich nur die Regeln erklären, die in Deutschland gelten. Wenn ihr jetzt sagt, aber ich fahre jetzt nach Guadeloupe, erklär mir doch mal, was ich da jetzt für die Einreise brauche, dann muss ich sagen,
Ich würde auch total gerne nach Guadeloupe fahren, aber von dem Recht habe ich keine Ahnung, weil das ist französisches Recht. Oder ihr fahrt nach Malaysia, auch ein cooles Land, aber wie das Recht da aussieht, als deutsche Anwältin, weiß ich da wirklich nicht viel mehr als ihr. Das heißt, da ist dann sozusagen die Internetseite des Auswärtigen Amts meine erste Empfehlung. Da könnt ihr euch über die Einreisebestimmungen eures Urlaubslands, über die Regeln im Urlaubsland informieren. Aber das, was ich euch gerade erklärt habe, das gilt immer für die Rückreise nach Deutschland. Egal, ob ihr zurückreist, gar nicht wegfahrt oder was auch immer. Ich wünsche euch wunderschöne Herbstferien, kommt gesund und munter zurück und guckt fleißig wieder unsere Videos, denn dann wisst ihr ganz bestimmt, wenn sich was Schlimmes Neues tut, während eures Urlaubs Virusvariantengebiete auftauchen oder irgendwie was runtergestuft wird. Wir versuchen euch gerade in den Herbstferien natürlich ganz besonders zu informieren. Also abonniert den Kanal, bleibt dran und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video.